Jo Leute, ich bin's Gito und neben mir sitzt Abge und wir nehmen heute für euch ein kleines Overwatch auf und hoffen natürlich, dass wir einen schönen Hacker finden, der uns den Tag ein bisschen versüßen wird. Mal gucken, was die Negev am Start. Also wenn man so weit hinten ist als CD und dann eine Negev kauft, das zeigt schon einiges. Mhm. Guck, was das für, die kommen ja Main jetzt auch. Mhm. Könnte eine spannende Runde werden. Okay, ja, nice aim. Nein, er stuckt nicht drauf, nein. Das war ein klarer Fall von ESL Faceless. Ja, den hat man auch gehört. Die Sea-Spieler. Ja, das ist typisches Sound-Aim. Also. Oh mein Gott. Der hat ja leicht an. Ich würde sagen, den Aimer, der ist schon also relativ safe. Das kann man so direkt nicht sagen. Er snappt halt schon von Kines. Shit, die Nate war Hammer. Ja, hat die jetzt alle gekillt. Wäre es auch Skill gewesen, aber. Ich bin echt noch gespannt, was also kommt, wenn er da mit der Negev so rasiert. Man sieht doch auch quasi, dass allang niemand kommt und alle Mitte sind. Er switcht einfach direkt auf den Head immer. Ist das dreist, okay, Alter, ist das dreist. Ey, das, weißt du, ich habe ja echt schon mal immer von so einem Negev-Hacker geträumt, der immer auf den Head geht, aber das ist der einfach. Shit. Ich würde mal sagen, Krankheiten kann man nicht. Ich bin gespannt, aber also Waller müsste ja eigentlich auch drin sein, wenn er immer da die Gegner findet. Aber, da würde ich jetzt nicht mal 100% sagen, aber er läuft halt jetzt schon wieder B-Spot. Ich glaube, ich habe schon wieder gerade. Ja, die gehen natürlich zu B-Spot. Ja. Mm. Die flasht noch, ja, macht da trotzdem ja, rein. Direkt durch die Wand. Ist das sein Ernst? Eben Key ist 100%. Den holt er jetzt eh noch von da. Okay, geht leider nicht. Jetzt gehen sie an der Pass. Und der Steed ist. Dass er nur einen Aim-Key drin hat und dadurch weiß, wo die Gegner sind, auch schon. Ja, ich finde auch, dieses Switchen ist voll normal. Also aim ich auch immer. Also ja. Meine Waffe stackt auch von der Aim-Key. Und ich schieße auch schon durch die Wände, bevor ich die Gegner sehe. Das ist sowieso. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Aimer funktioniert, wenn man das sonst auch nicht so krass sieht. Und bei dem ist es halt einfach mega obvious. Ja, das könnte schon sein, dass das einfach ein Bayer Dynamics-Headset ist, ein gutes. Ja, klar. Ja, ist direkt weiß, man. Kann auch sein, dass die Maus halt ein bisschen hoch eingestellt ist und deswegen einfach direkt dann stuckt, ja. Wie da gerade zum Beispiel. Vielleicht war da jetzt ein Sandkorn drunter oder so. Ja. Das kann natürlich auch, das weiß man halt nicht beim Overwatch. Schon mal bei den Billigmäusen, aber. Oh, der wird noch gestohlen. Ah, ich meine, nur 3K, ne? Oder was war das? 3K? Ich glaube schon. Spricht eher gegen Hack, ne? Aber der obvious. Gehen ihn hin, die gehen auf B. Diesmal sieht er B nicht. Oder er rennt jetzt rüber. Natürlich mit dem Ultraspeed der Negev unterwegs. Braucht noch 3 Minuten, bis er ankommt. Ja, genau. Er weiß doch, da ist keiner. Wieso nimmt er nicht das Knife wenigstens jetzt? Ja, oh mein Gott. Ja, oh shit. Das ist so richtig. Das ist lächerlich. Man fragt sich, warum. Ist das damit, ist es dann so, ja, ich hacke nicht, sieht man doch. Hey, würde ich hacken, dann säß die Nate. Natürlich. Das, die Frage ist halt auch wirklich, ob der, also auf was für einer Ebene der wirklich spielt, ne? Ja, definitiv. Ja, klar. Einfach, es zieht halt so leicht hoch. Wir können das mal in Slow-Mo kurz zeigen. Es zieht halt einfach so mega hoch, ey, das ist unnormal. Aber jetzt läuft er immerhin auf die falschen Spots, als würde er wirklich noch sich trauen, irgendwie zu behaupten, er hätte nicht gehackt. Ein bisschen seltsam spielt er auch für den Hacker. Vielleicht hat er den Waller auch wirklich nicht, obwohl er da auch durch die Wände zu gut holt. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Wie viele Wände holt er? Wahrscheinlich, dass der Aimbot schon sagt, dadurch kannst du schon killen. Ich frage mich halt wirklich, warum er auf die falschen Spots läuft, wenn er so anhat. Auch jetzt hier gehen 3, 2 gehen A, 3 gehen A. 2B. Ist zwar jetzt noch nicht so oft passiert, aber. Ja, er war jetzt zweimal gerade falsch, vorher war er immer richtig. Ja. Wallhack bin ich mir ehrlich gesagt echt nicht so sicher. Ja, er holt natürlich Wände. Vielleicht hat er auch einfach einen Aimer, der hinzieht und dann durch die Wände eben. Vielleicht sogar mit Trigger oder so, das kann ja sein. Also, er läuft halt schon so ein bisschen desorientiert, kann natürlich auch daran liegen, dass er einfach mega low ist und. Silber 3, aber spielt auf Gold 3 oder so. Ja. Also desorientiert auf Doom, aber der Rest ist so. Also ich glaube, man kann ziemlich eindeutig sagen, dass der Typ beim Cheaten ist. Nee, das würde ich jetzt so direkt also nicht sagen. Also geteilte Meinung, wir machen nachher. Wir können es ja mal reinschreiben, ich würde sagen, es ist halt schon relativ knapp so. Gutes Headset. Ja, das Headset sorgt halt dafür, dass es immer hochzieht, ne? Ja. Wie kalt am Headset. Der kommt jetzt zum Beispiel von unten, der wird den nicht hören, oder? Ja, er hat ihn nicht gesehen, ja. Oder echt noch geholt. Es könnte echt sein, dass er vielleicht den Aimer nicht hat, das ist auch schon vorbei jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ich würde ihm trotzdem den Waller drücken, einfach weil er durch die Wände zieht. Den kann man eh alles drücken, außer vielleicht Griefing.
Also erstmal auf jeden Fall Zielhilfe. Ja, die kriegt er doch auf jeden eindeutig Fall. Eindeutig und ohne Zweifel. Die Sichthilfe ist halt nicht ganz klar. Es könnte echt sein, dass es vielleicht ein Trigger ist. Oder trotzdem, die kriegt er trotzdem. Also das, da also waren auch manche Stellen bei. Die drei Spielbehinderungen, in dem ja, behindert werden. Die ich sag mal, dieses mittelmäßige Hacken, das, oder das Hacken, diese Spielbehinderung eben, die ist jetzt eigentlich so schlimm. Die brauchen wir nicht drücken, hat er auch nicht gemacht. Aber der Rest ist relativ klar. Ja. Wer das anders sieht, kann es gerne reinschreiben. Aber ich denke mal, die Punkte kann man dem eigentlich recht sicher reindrücken. Ja. Würde ich sagen, fürs erste Overwatch geben wir mal unser Urteil ab. Und dann würde ich sagen, das war's. Haut rein, bis zum Glück nächsten Mal. Glück gehabt mit dem Hacker. Glück gehabt. Da ist jetzt ein Hacker weniger im Game. Und ich würde sagen, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.